Grenze. Und ja, bis jetzt ist es echt schön. Ich blende mal ein paar Ausschnitte von der Straße hier ein. Und ja, dann hoffen wir, dass das gleich mit dem Grenzübertritt relativ easy funktioniert. Allem, was wir so deklären müssen und nicht deklären und Ein- und Ausreise, später wieder in die USA einreisen und so weiter, wird wahrscheinlich eher auf dem Rückweg interessant. Waiver, wenn man über Land einreist. Auch noch nie gemacht irgendwie. Der erste Mann war ein bisschen abschreckend und der zweite war total nett und hat einfach Fingerprints, Foto, bla bla bla, alles gemacht. Ein paar Fragen gestellt, was wir mitführen und wie lange wir bleiben und was wir vorhaben, welche Route und so weiter und so fort, wie viel Geld wir mitbringen, bla bla bla. Eigentlich das gleiche, was du im Flughafen auch gefragt wirst. Ja, was uns noch nicht so ganz klar ist, wir hatten mal gefragt, wie es ist mit den 90 Tagen, wenn wir noch die Westküste machen und wenn ich noch nach Hawaii will. Das konnte er mir jetzt nicht so ganz konkret beantworten. Ich glaube, er hat gesagt, lass es einfach drin und dann läuft es weiter. Aber das war natürlich eigentlich gar nicht mein Ziel. Ich wollte es ja gerne verlängert haben. Ja, werde ich dann vielleicht bei der Einreise wieder zurück nochmal fragen. Jetzt halten wir hier natürlich direkt dahinter an, um ein Foto vor dem Welcome to Alaska Shit zu machen. Ich glaube, ich habe auf dem Weg eigentlich fast bis zum Ende nur Leute getroffen, die gesagt haben, schaffst es eh nicht nach Alaska. Also nicht wegen mir, sondern wegen des Autos, wegen der Straßen, bla 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 bla. Und ich fand es jetzt gar nicht so schwer. Nee, ne? Also es ist natürlich viel Fahrerei, ganz klar. Zu zweit, aber echt absolut human. Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass wir so schnell hier ankommen. Also wir haben jetzt wirklich 2 Wochen. Bisschen mehr, glaube ich, gebraucht. Aber wir haben uns jetzt nicht irgendwie gestresst gefühlt oder gedacht, dass wir irgendwie weiter müssen und ankommen müssen. Das war gar nicht der Fall. Jetzt sind wir da, ne? Und ich glaube auch, dass wir die ganzen weiteren Pläne noch schaffen. Aloha läuft richtig gut. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, jetzt noch den Alaska-Trip zu machen, zurück und die Westküste. Kann uns eigentlich nichts aufhalten. Mit unserem Grenzübertritt ändert sich natürlich nicht nur das Land, sondern auch die Währung und die
Geschwindigkeitsanzeige sind jetzt in Meilen angegeben und Entfernungen natürlich auch. Und die Uhrzeit, Aloha sagt, es ist 12.45 Uhr, ist es aber nicht. Es ist 11.45 Uhr. Das heißt, in Berlin oder in Deutschland sind 10 Stunden später. Und was ändert sich denn noch? Die Straße hat sich geändert. Von Gravel Road auf frisch asphaltiert. Die Sprache ändert sich nicht. Das ist aber schon mal gut, ne? Nachtrag. Nach 3 Kilometern doch wieder Gravel Road. Okay, die erste Stadt nach der Grenze ist Chicken. Wir sind in Chicken und das ist die Stadt. Die Stadt ist ein RV Campingpark, eine Tankstelle, ein Café und ein Office. Geil. Driving. Wir haben unser Zwischenziel erreicht, Delta Junction. Ist auch nicht so riesig, aber hier endet der Alaska Highway. Wir sind ein Stück nicht drüber gefahren, aber auf dem Rückweg machen wir das. Also haben wir ihn eigentlich schon komplett befahren, was ziemlich krass ist. Ja, wir fahren jetzt doch nicht mehr weiter nach Fairbanks. Also heute sowieso nicht, aber auch überhaupt nicht. Haben uns das anders überlegt, da wir in der Visitor-Info in TOC gefragt haben, ja, was so den Unterschied macht. Es gibt nämlich den Denali Highway. Das ist nur eine Gravel Road. Aber der soll wohl ziemlich scenic sein. Und deswegen haben wir uns überlegt, weil Fairbanks ist jetzt mehr so wieder irgendwie gucken, was die Pioniere gemacht haben. Und Bootfahrt, hier Touri, da. Was ein bisschen schade ist, wir wären an North Pole vorbeigekommen, wo Santa Claus Haus steht. Das wäre sicherlich nochmal ganz witzig geworden, aber nur deswegen jetzt da hochzufahren ist irgendwie Quatsch. Ja, viel gefahren heute. Ich glaube, wenn wir gleich da sind, fast 8 Stunden. Wir versuchen hier noch irgendwie ein bisschen was einzukaufen und dann fahren wir auf einen kleinen Campground am Clearwater River, so nennt er sich. Soll wohl auch eine Lodge neben sein mit Duschen und so weiter, was ziemlich luxuriös wäre. Ich hoffe, das kleine Fahrvideo von Kanada nach Alaska hat euch gefallen. Morgen wird weitergefahren und ich denke mal, die nächsten Vlogs kommen dann aus dem Denali, wenn ich dann aber wahrscheinlich in Anchorage bin, weil ich sie da erst hochladen kann. Macht's gut!